Mein Name ist Randolf Helfrich. Ich bin Assistenzarzt für Neurologie und Epileptologie am Universitätsklinikum Tübingen und Arbeitsgruppenleiter am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung. Ich bin zu meinem Forschungsgebiet gekommen, nachdem ich im Studium zum ersten Mal ein Bild einer funktionellen Magnetresonanztomographie-Messung gesehen hatte und mir klar geworden ist, dass wir mit dieser Technik dem Gehirn quasi beim Denken zuschauen können. Und mich fasziniert an der Forschung, dass es im Prinzip möglich ist, mit unserem eigenen Gehirn über das Gehirn nachzudenken. Als Kind wollte ich eigentlich immer Ingenieur werden, weil ich Sachen bauen und erfinden wollte. Und im Prinzip ist meine heutige Forschung dem Ganzen recht ähnlich. Nur versuche ich heute, ein biologisches System zu verstehen, welches nicht immer den physikalischen oder mechanischen Gesetzen dieser Welt ganz gehorcht. Jede Antwort gibt normalerweise Material für zumindest 10 neue Fragen und die Neugier lässt einen dann immer weiter forschen. Und das fand ich wahnsinnig bereichernd und bis jetzt sind mir die Fragen nicht ausgegangen. Wenn ich nicht arbeite, versuche ich, möglichst auf andere Art und Weisen kreativ zu sein. Ich spiele Gitarre und Klavier, ich koche sehr gerne und ich gehe sehr gerne wandern. Und ich finde, der Kreativität für die Forschung tut es meistens am besten, sich gerade nicht mit ihr zu beschäftigen. Die besten Ideen kommen einem normalerweise, wenn man etwas ganz anderes macht. Der Preis ist einmalig in Deutschland, der bereits jungen forschenden Ärzten früh in ihrer Karriere Mittel, Ressourcen und vor allem die Zeit gibt, eigenständig zu arbeiten. Der Ernst-Jung-Karriere-Förderpreis der Jung-Stiftung für Wissenschaft und Forschung gibt mir als jungen forschenden Arzt die Möglichkeit, eigene Projektideen zu verfolgen und meine Forschung voranzutreiben, während ich auch meine Facharztweiterbildung zum Neurologen abschließe.